Hallo und willkommen beim Mährenkabinett. Heute hier in Unterstrahlbach. Und hier möchte ich euch eine Sage aus Schottland erzählen. Des Harfenspielers Stein. Zwischen Athol und Strathadel liegt ein Stein, der seit Urzeiten nur der Stein des Harfners genannt wird. Und nun erfahrt ihr die Geschichte, wie dieser Stein zu seinem Namen kam. Zwischen Athol und Strathadel ging einmal ein Mann, der eine Harfe bei sich trug, über das Moor. Da sah er mit einem Mal ein Rudel Wölfe auf sich zukommen. Voller Entsetzen wusste er nicht, was er tun sollte, und so setzte er sich auf den besagten Stein und begann auf der Harfe zu spielen. Er hatte wohl die Hoffnung, dass die Raubtiere durch die Musik besänftigt werden würden. Doch die Wölfe blieben unbeeindruckt. Und das Rudel, das wurde von einem Wolf angeführt, der war größer und kräftiger als all die anderen. Und der trat nun vor und streckte dem Harfner seine rechte Pfote hin. Und wie der verängstigte Mann die Pfote betrachtete, da sah er, dass in deren Trittfläche ein großer Dorn steckte. Und er nahm all seinen Mut zusammen und zog den Dorn aus der Pfote. Und wie das geschehen war, da zog sich der Wolf zurück und das ganze Rudel ging mit ihm fort. Nun verging eine Weile und der Harfenspieler besuchte einen großen Markt. Und dort begegnete ihm ein feiner Gentleman, der sprach ihn an. Der Harfenspieler war sehr verwirrt, dass ein ihm vollkommen fremder Mensch das Gespräch mit ihm suchte. Der Gentleman fragte ihn, was das Schlimmste sei, was ihm jemals im Leben widerfahren war. Und der Harfenspieler erzählte ihm das Erlebnis mit den Wölfen. Da streckte ihm der Gentleman die rechte Hand hin und fragte, ob er sie erkenne. Denn das, sagte er, das ist die Hand, aus der du den Dorn gezogen hast. Nun erzählte der Gentleman weiter, dass seine Stiefmutter eine Hexe gewesen war und sie hatte ihn in einen Wolf verwandelt, indem sie ihm einen Dorn in die Hand gestochen hatte. Und nur weil der Harfenspieler seine Angst überwunden hatte und den Wolf den Dorn aus der Pfote gezogen hatte, war er erlöst worden.